Es gibt im Neuen Testament eine Episode im Leben Jesu, die man als Tempelreinigung bezeichnet. Dort begibt sich Jesus in den Tempel von Jerusalem und vertreibt dort die Händler und Geldwechsler. Er reinigt so den Tempel von Leuten, die die Heiligkeit der absoluten Wahrheit, die dort geehrt wird, entehren, indem sie wirtschaftliche und ökonomische Interessen über die Anbetung des Gottes stellen. Und Jesus verscheucht die Leute dort und will den Tempel reinhalten für die Anbetung des Höchsten. Was hat das nun mit dem Diamantschneider zu tun? Und der Diamantschneider wird natürlich als Buchform verkauft. Man könnte sich auch die Lehre oder die grundlegenden Prinzipien könnte man auch quasi umsonst bekommen, indem man einfach spirituell sich bildet. Also im Internet gibt es die Dinge umsonst. Und ich habe vor ein paar Tagen im Internet gesehen, dass dort Leute ja, die Prinzipien des Diamantschneiders nehmen und dort ja, Seminare anbieten, die wirklich es in sich haben. Die kosten nämlich mehrere hundert Euro. Letztendlich, wenn man nach Diamantschneiderprinzipien geht, müsste die Weitergabe der Prinzipien des Diamantschneiders müssten umsonst sein. Das ist das Prinzip des Dana, der Freigebigkeit. Spirituelle und buddhistische Belehrungen sind zunächst einmal grundsätzlich umsonst, weil das Weitergeben des Dhammas ist das Höchste, was du machen kannst. Ja? Und das ist umsonst. Und weil du an andere Menschen denkst. Dadurch, dass du den Menschen es mit freien Händen gibst, vergrößerst du die karmische Wirkung ja für dich. Die karmische Wirkung verringert sich, wenn du direkt als Gegenleistung Geld dafür haben willst. Aber das haben diese Leute nicht verstanden. Das verstehen diese Leute nicht. Und das heißt, dadurch, dass ich Geld nehme, verringere ich die Wirkung. Denn die Ursachen, die metallen Samen, die ich sehe, sind nicht rein genug, das Potenzial ist nicht zu 100% dort, weil man sich die Potenziale kaputt macht, indem man Gier da reinfließen lässt. Es ist sehr schwer, die Gier zu bekämpfen, auch in einem selber. Fakt ist, aus meiner Sicht, die spirituellen Prinzipien des Diamantschneiders sind ewig und sind unverkäuflich. Sie sind umsonst. Jeder hat Zugang zu ihnen. Man darf niemandem den Zugang zur absoluten Wahrheit verwehren, indem man dort eine Mauer aufbaut, über die dann die Menschen, die dieser Wahrheit bedürfen, hinüberspringen oder hinüberklettern müssen, indem sie nämlich Geld bezahlen müssen. Indem man nämlich das Kapitalinteresse über den Wunsch stellt, Mitgefühl und Weisheit zu entwickeln für andere und es weiterzugeben, sodass Menschen auch Mitgefühl und Weisheit entwickeln. Und man versteht auch nicht, dass mittel- und langfristig nur die Freigebigkeit gewinnen kann und unendlich große Früchte produziert. Und alle Versuche durch den Verkauf von spirituellen Inhalten reich werden zu wollen, ja, sind langfristig zum Scheitern verurteilt. Und das wird nie funktionieren. Die einzige Art, wie es funktionieren kann, dass man tatsächlich quasi wohlhabend wird damit, ist, dass du Menschen es umsonst gibst und sagst, es ist, wie ich habe von meinem Herzen dir das gegeben, ja,
Und du kannst eine Spende geben, so viel wie du möchtest. Das kann sogar ein Cent sein. Es können 100 Euro sein. Es kann sogar 5.000, 6.000 Euro sein. Es ist egal. Ja? Und selbst wenn du nichts hast, habe ich es dir trotzdem aus Liebe gegeben, weil ich für dich eine Verantwortung empfinde, Mitgefühl empfinde und aus Weisheit dir das gebe, damit du auch dahin kommen kannst, dein Leben in den Griff zu bekommen, die Wahrheit zu verstehen und zu erwachen. Das ist das Zentrale. Der zentrale Inhalt, um den es hier geht. Wenn aber der zentrale Inhalt nicht das Erwachen ist, ja, sondern das zentrale Interesse ist, dass man den Leuten ein paar hundert Euro abknöpft für ein Seminar, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist man auf einem Holzweg. Ja. Letztendlich, und das ist quasi die Competition, die wir hier haben, die Konkurrenzsituation in Anführungszeichen, ist die. Der Diamantschneider behauptet, die letztendliche Wahrheit der Realität begriffen zu haben, und er behauptet fernerhin, dass das offene Geben, die Freigebigkeit, selbst wenn man nichts dafür haben will und sogar von vornherein nichts dafür haben will, sondern es den Menschen überlässt, ob sie überhaupt etwas geben wollen, dass nur das nachhaltig ist. Und dass nur das für einen selber Wohlstand produzieren wird. Und das ist ja genau das, wofür der Diamantschneider eintritt und auch den Beweis antritt, dass es nur so geht und nicht anders. Dass man Zeit, Energie und materielle Ressourcen oder monetäre Ressourcen einsetzt. Und zwar upfront, und zwar vorher, bevor anderen Menschen dir etwas geben, weil man ein Interesse hat, dass die Leute diese Prinzipien verstehen und ihr Leben revolutionieren. Und wenn dann Menschen kommen und einem was dafür geben als Dankeschön, dann hat man das Prinzip verstanden. Aber wenn dann keiner kommt und niemand was spendet, dann ist auch in Ordnung. Aber man weiß, dass irgendwann das kommen wird. Ja? Dass man nie zu den Verlierern gehören wird, dass man nie zu denen gehören wird, die Verlust erleiden werden, mittel- und langfristig, weil man das Prinzip verstanden hat, weil man die Leute nicht abzockt, ja? Mit Dingen, die umsonst sind. Man muss doch mal verstehen, die Wahrheit ist umsonst. Das ist doch das absolut Wahnsinnige daran, das absolut Verrückte daran. Die absolute Wahrheit ist umsonst. Das Karma-Lehre ist umsonst. Der Buddha ist nicht rumgelaufen und hat eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft gegründet und hat versucht, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn er das gemacht hätte, gäbe es den Buddhismus gar nicht. Gäbe es diese Spiritualität gar nicht. Und das ist ja nicht nur im Buddhismus so. Guckt euch auch Jesus an. Ja? Der ist nicht rumgelaufen und hat Geld dafür genommen. Es ist genau umgekehrt. Ja, es ist genau umgekehrt. Die Leute, die dem Geld hinterherlaufen, werden diesen spirituellen Weg nicht gehen können, weil du gegen die absolute Wahrheit handelst, weil du permanent gegen dich selbst handelst, weil du das in Kapitalinteresse, den Eigennutz, ja, an erste Stelle stellst und danach die Welt, danach den anderen. Ja, und so kann keine Liebe entstehen. Das kann nicht funktionieren. Das ist natürlich auch eine absolute Kritik am Kapitalismus. Zu denken, dass der Eigennutz mittel- und langfristig dazu führt, dass wir alle glücklich werden, ist ein Irrglaube. Und das wird nie funktionieren. Ja? Guckt euch die psychischen Krankheiten an, die wir hier haben. Guckt euch die Struktur der Beziehungen an, die wir hier haben. Das System ist in einer katastrophalen Situation. Um es mit der Bibel zu sagen, oder sinngemäß mit der Bibel sagen, weil man Karma nicht begriffen hat, weil man die Wahrheit nicht begriffen hat, wird die Liebe der vielen erkalten. Ja? Das ist einfach eine Tatsache. Glaubt man ernsthaft, man produziert Liebe, indem man gegen die Wahrheit und gegen Karma handelt? Indem man Kapitalinteressen, eigene Bedürfnisinteressen vor andere Menschen stellt? Glaubt man ernsthaft, dass man damit weiterkommt?
Natürlich braucht man dann, viele Leute sind dann entsetzt, wie kann das sein, dass zum Beispiel in der Episode jetzt der Tempelreinigung, wie kann es sein, dass Jesus dort steil gegangen ist und quasi Tische umgeworfen hat? Weil viele Leute können nicht begreifen, dass Spiritualität nicht bedeutet, dass die Leute dumm und naiv sind. Ja? Da musst du auch mal einen Tisch umschmeißen. Ja, viele Leute haben eine komische Vorstellung davon, was Spiritualität ist. Ganz komische. Ja? Die denken, das sind absolut naive Leute, die keine Kanten haben. Ja? Die nicht in der Lage sind, Leute in den Arsch zu treten. Ja, aber ne, das Leben ist kein Wunschkonzert, ist kein Ponyhof. Und wenn du diese Wahrheit nicht begriffen hast und nach diesen Regeln nicht leben kannst, dann wirst du in deinem Leben scheitern. Ja? Das ist einfach die Tragik daran. So. Und der Punkt ist, und das ist mein Arschtritt jetzt, ja, ist einfach, wenn ihr glaubt, dass ihr hunderte Euros geben müsst, um eine Sache zu lernen, die prinzipiell umsonst ist, dann seid ihr in einem Fehler drin. Und die Leute, die das für Geld anbieten, sind auch in einer Illusion gefangen. Dadurch, dass sie etwas, was umsonst ist, für Geld anbieten, die werden versuchen, natürlich mental, wenn die ehrlich zu sich sind, die werden versuchen, dieses Kapitalinteresse, was sie vorstellen, ja, irgendwie zu rechtfertigen. Ja, was aber letztendlich alles Quatsch ist. Ja. Fakt ist einfach, folgt nicht blinden Leuten. Die Leute, die sehen können, würden dafür kein Geld nehmen. Das ist einfach eine Tatsache. Ja. Leute, die diese Wahrheiten sehen, nehmen dafür kein Geld. Und selbst wenn sie in die Versuchung kommen, Geld nehmen zu wollen, diese Leute könnten abends nicht ruhig schlafen. Ja, du kannst nicht gegen die Wahrheit handeln langfristig. Das funktioniert einfach nicht. Deine Integrität wird unter die Räder kommen und du wirst es merken. Und wenn du die Wahrheit erkannt hast, wirst du dich für die Integrität entscheiden. Wirst du dich für die Wahrheit entscheiden. Und dann kannst du nicht Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Ja, lasst euch da nicht hinter das Licht führen. Ihr müsst lernen, wer euch die Spiritualität und die Wahrheit präsentiert. Ob dieser Mensch überhaupt integer ist. Ob dieser Mensch überhaupt eine Ahnung von Wahrheit hat. Und da komme ich wieder mit dem Neuen Testament. Der Jesus sagt nämlich ganz klar, du kannst diese Leute an ihren Früchten erkennen. Da muss nämlich Weisheit, Liebe, Mitgefühl kommen. Aber wenn das nicht zuerst kommt, dann wisst ihr, das bringt euch alles nichts. Das ist alles ein Business und letztendlich braucht man eigentlich eine krasse Tempelreinigung und da muss diese ganze Scheiße raus. Ja? Was aus Yoga passiert, was die mit Yoga gemacht haben in Kapitalismus, ist eine komplette Scheiße. Was die aus Spiritualität gemacht haben, ist kompletter Bullshit. Ja? Das sind Traumwelten, die man sich gebaut hat, die nicht funktionieren. Und viele Menschen werden aufhören zu praktizieren, ja, weil das einfach nicht funktioniert. Ja? Am Ende ist es vielleicht ein bisschen Öko-Essen, ja, ein bisschen vegan sein, ein bisschen die Hüften bewegen im Yoga, ne? Aber letztendlich wird man das Tiefe, die Wahrheit, die uns vom Hocker haut, ja, wird man nie begreifen. Warum? Weil man blinden Leuten gefolgt ist, weil man in einem Kontext gelebt hat, in einer Kultur gelebt hat, die einem nicht kein System an die Hand gibt, wo man Leute mal bewertet, ja. Ein Lehrer, ein spiritueller Lehrer, ja, arbeitet nicht für Geld. Denn er hat die Wahrheit begriffen, er braucht kein Geld. Natürlich braucht er im Kontext, im modernen kapitalistischen Leben, braucht er natürlich Geld, dass er seine, keine Ahnung, seine Miete bezahlen kann, dass er Geld hat. Ja, klar. Aber der wird von euch selbst dann kein Geld nehmen. Der wird es euch überlassen oder diejenige wird es euch überlassen, weil das Prinzip des Dhanas wirkt. Und du kannst nicht gegen dieses Prinzip verstoßen, wenn du selber versuchst zu erwachen. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Wenn du bestimmte Wahrheiten gesehen hast, dann funktioniert das nicht. Und deshalb rate ich jedem, den Tempel der Spiritualität zu reinigen. Haut alles raus, was euch nicht koscher vorkommt. Ja, wenn Leute Geld haben wollen, wenn Leute Macht haben wollen, ja, wenn Leute Begierden erfüllt haben wollen, das ist auch ein Punkt. Ja, da sind dann viele Leute letztendlich auf Partnersuche. Es ist nicht der Grund für Spiritualität. Ja, Spiritualität ist nicht der Ort, wo man an Geld kommt, an Partnerschaften kommt, an Macht kommt. Wer mit solchen Prinzipien
Man muss sich selbst tief erforschen und sich selbst tief kritisieren und auseinandernehmen und in den Spiegel gucken. Man muss es loslassen. Und dafür ist Spiritualität da, dass du diesen ganzen Quatsch loslässt, dass du diesen Tempel reinigst. Ja? Und während du dabei bist, musst du auch die Menschen, die du in deinen Tempel reinlässt, auch reinigen. Das heißt, du musst, und ich sage es jetzt im Diamantschneider-Jargon, du musst die Menschen, die du um dich herum hast, insbesondere Leute, die spirituell etwas erzählen, die musst du bewerten, ob die integer sind. Ja? Wenn du merkst, sie laufen Geld hinterher und rechtfertigen sich das irgendwie mit irgendwelchen sinnlosen Sachzwängen, ich brauche keinen Seminarraum, um das weiterzugeben. Ja? Man kann sich auch treffen und im Wald spazieren. Das ist alles Quatsch. Ja? Ja, wenn Leute Geld haben wollen, an Macht kommen wollen und wenn Leute sogar unbewusst sogar versuchen, Partnerschaften aufzubauen. Partnerschaften sind nicht schlecht. Eine schöne Partnerschaft aufzubauen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Spiritualität, die wahre Ursache, der wahre Kern von Spiritualität, nicht die ist, dass man sich wieder in Beziehungen begibt, sondern die ist, dass du absolute Wahrheit erkennst. So. Und wenn du auf diesem Pfad unterwegs bist, und das sage ich jetzt auch wieder mit der Bibel, weil auch in der Bibel sind sehr viele gute Weisheiten drin, aber da guckt ja keiner mehr rein. Ja? Wenn du der absoluten Wahrheit folgst, wird sich alles, was mit Geld und Partnerschaft zu tun hat, von alleine klären. Von ganz allein, da brauchst du gar nicht hinterherlaufen. Und daran siehst du einen spirituellen Lehrer, der es verstanden hat, und Leute, die es nicht verstanden haben. Deshalb reinigt euren Tempel der Spiritualität und lasst euch nicht hinters Licht führen.